Willkommen zukünftige Kryptorentner zum neuen Video. Heute geht es um Veracity, ein kleines Update und wie du aktiv, aber auch passiv Geld dazu verdienen kannst. Viel Spaß beim Schauen. Veracity habe ich ja schon vor ein paar Tagen vorgestellt als Projekt, was mir einfach gefällt und vielleicht auch interessant für die Zukunft ist. Und zwar macht Veracity hier einfach die Möglichkeit, dass man beim Videoschauen Geld verdient. Das Ganze geht natürlich auch in die Gaming- und NFT-Richtung, so dass du zum Beispiel als Streamer, als Zocker oder sonst was auch Geld verdienen kannst. Du als Werbetreibender bekommst einfach hier die Möglichkeit, dein Werbebudget perfekt auszunutzen, ohne unnötig Geld zu bezahlen für Bots oder sonst irgendwas, die dann sozusagen die Klicks faken. Und du als Zuschauer bekommst auch Geld, was wahrscheinlich das Wichtigste ist. Wie funktioniert das Ganze und was kann man da damit verdienen? Das möchte ich dir heute alles im Video zeigen, deswegen bleib dran, weil Kleinvieh macht auch Mist. Oder auch, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Wir schauen aber jetzt als erstes mal, bevor wir irgendwo hinschauen, mal zum Chart. Wie sieht das Ganze aus? Veracity aktuell 11% gefallen. Wenn du das Video heute siehst, kann das natürlich sein, dass sich der Kurs wieder in eine andere Richtung entwickelt hat. Wir haben uns damals den Kurs angeschaut, da war er bei ungefähr 2 Cent, das macht nichts. Aktuell sind alle Kryptowährungen am Fallen, das kann viele Gründe haben, da möchte ich jetzt aber nicht explizit drauf eingehen. Wenn wir jetzt einmal also hier die 7 Tage anschauen, dann sehen wir leider hier einen Einbruch und generell einfach einen fallenden Kurs. Das kann natürlich schlecht sein, muss es aber nicht unbedingt. Das ist natürlich die Frage, was hat das Unternehmen vor, wie wird das Ganze sich weiterentwickeln? Da bleibt es einfach für uns abzuwarten. Andererseits kann das natürlich auch ein interessanter Einstiegspunkt sein. Wie immer an der Stelle, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung. Dementsprechend musst du immer selber recherchieren und auch selber entscheiden, ob du investierst und falls du investierst, wie viel und so weiter. Du darfst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du investiert hast, ob du bei so günstigen Preisen, also im Dump, nochmal nachkaufst oder ob du sagst, nee, ich bin da skeptisch, ich lasse da die Finger davon. Jetzt wahrscheinlich zu dem für dich interessanteren Part, wie kannst du aktiv, aber auch passiv Geld verdienen? Und zwar gibt es hierzu zwei unterschiedliche Funktionen und Möglichkeiten. Du siehst hier oben auf der Seite von Veracity einmal hier diese blaue Verlinkung zu der Vera Wallet. Hier klicken wir einmal drauf und werden dann auch schon hier zur Vera Wallet weitergeleitet. Du siehst also, das Ganze ist im Endeffekt eine neue Wallet, eine Geldbörse auf Deutsch übersetzt, wo du einfach drin arbeiten kannst. Du kannst dich hier anmelden, das ist ein bisschen untypisch für die Kryptoszene, du bekommst hier für deine Wallet keinen Seed, wo du dann 12 oder 13 Wörter hast, die du aufschreiben musst. Nein, das Ganze läuft über deine E-Mail-Adresse, du musst auch ein paar persönliche Daten angeben, das Ganze wird aber nicht verifiziert, von daher kannst du theoretisch auch andere Daten angeben. Da müsstest du natürlich in die AGBs schauen, ob das erlaubt ist, weil falls nicht, kann es natürlich sein, dass irgendwann dein Konto gesperrt wird. Davon jetzt mal abgesehen, hast du eben einmal hier die Möglichkeit, das Ganze zu kaufen und zu staken. Dann einfach hier nochmal Stake mit bis zu 18,25% pro Jahr. Dann hast du nochmal eine Exchange und du kannst verdienen, und zwar Veracity Token. Wie das Ganze funktioniert? Im Prinzip ganz einfach. Du erstellst erstmal hier eine Wallet. Dazu gibst du deine E-Mail-Adresse an, die Handynummer wird auch benötigt und du kannst dann mit dem Google Authenticator nochmal das Ganze absichern. Du bekommst dann einen Code, den du dann benötigst, wenn du irgendwas zurücksetzen möchtest. Das Ganze ist Schritt für Schritt ist sehr einfach, also das schaffst du. Das müssen wir jetzt hier aus Zeitgründen nicht zusammen durchkauen. Falls du trotzdem hier Probleme oder Fragen hast, die Telegram-Gruppe ist da sehr offen. Jeder hilft dir, soweit er kann. Auch in der Telegram-Gruppe habe ich schon mitbekommen, gibt es hier einige Nutzer, die bereits das Ganze nutzen. Wenn wir also jetzt mal schauen, dann hast du hier nochmal VRA und die Info bzw. die Exchange. Da kannst du einfach mal schauen, wo das Ganze zu kaufen ist, wo das also gelistet ist und so weiter. Ist jetzt für uns nicht so wichtig. Wir schauen jetzt erstmal zu der passiven Möglichkeit. Und zwar dann hier der nächste Reiter, Stake VRA. Und dann siehst du hier Earn VRA Daily at
also ab 0,05% mit bis zu 8,25%. Du siehst dann einfach hier nochmal die Bedingungen von dem Tool und du kannst dann, also Pool, nicht Tool, so rum, und du kannst dann sehen, du musst mindestens 10.000 VRA staken, was bei dem Preis wahrscheinlich der ein oder andere sowieso rumliegen hat. Und wenn du das rumliegen hast und dann hier an deine Wallet verschickst, dann bekommst du 5 VRA pro Tag. Wenn wir also wieder zurück zum Kurs gehen und sagen, okay, der ist jetzt bei einem Cent, dann bekommst du Pi mal Daumen 5 bis 7 Cent, je nach Kurs, was du am Tag dann halt dazu bekommst. Ist nicht viel, aber das hat man ja am Anfang, Kleinvieh macht auch Mist. Das ist ja pro Tag. Nach 10 Tagen sind es dann schon 50 Stück, ja, dann sind es 50 Cent. Und hier ist dann natürlich auch immer die Sache steuerlich, okay, wie mache ich das Ganze? Da möchte ich heute nicht drauf eingehen. Hier nochmal eine kleine Werbung für morgen. Morgen gibt es ein sehr ausführliches, wahrscheinlich auch ein bisschen längeres Video, alles rund um Steuern. Aber wie gesagt, bleib gespannt, lass mir gerne ein Like und ein Abo da, aktivier die Glocke, dass du morgen eben das Video nicht verpasst, weil das Video ist meiner Meinung nach sehr hilfreich, weil die Steuern schrecken doch einige ab. Wie gesagt, das soll jetzt aber nicht das Thema des Videos sein. Wir gehen jetzt zum nächsten Punkt, und zwar zum aktiven Verdienen. Hier siehst du jetzt Earn VRA by Watching Content, Videos und Ads auf Seiten von Publishern und Creatoren, die du magst. Du kannst also im Kurzen auf Deutsch übersetzt durch Schauen Geld verdienen oder auch Kryptowährungen. Du siehst dann hier einmal die Reward Ads, das ist einfach die Werbung, wo du das Ganze bekommen kannst. Und dann gibt es hier auch noch die verschiedenen Videos. Das heißt, du hast eine Wallet erstellt, das wird dir hier auch nochmal gezeigt, und wenn du dann die Wallet erstellt hast, dann kannst du nämlich hier zum Beispiel auf Technius Guru klicken und dann siehst du hier das Ganze. Und hier kannst du dann hingehen und sagen, ich klicke mal auf All Videos. Du klickst dann auf 1, wir pausieren das auch sofort, damit es hier keine Probleme mit Urheberrechten gibt. Und dann siehst du hier diesen Pokal. Und immer wenn du diesen Pokal siehst, kannst du einmal draufklicken. Und wenn du dann hier einmal draufklickst, dann öffnet sich normalerweise ein Fenster, wo du dich einloggen müsstest. Beim ersten Mal, auch wenn du schon eine Wallet hier bei Veracity aufgemacht hast, also auf dieser Seite hier, wenn du hier schon eine Wallet hast, musst du dich trotzdem noch einmal hier in diesem Fenster einfach anmelden. Ich zeige dir das Ganze einfach nochmal. Ich habe das Ganze jetzt nochmal in einem anderen Browser aufgemacht, wo ich eben nicht eingeloggt war. Und dann siehst du hier bei dem Pokal, klick hier und log dich ein, um deine Rewards zu bekommen, also deine Belohnungen. Du klickst dann also hier einmal drauf auf den Pokal und dann siehst du, dass du dich eben hier einloggen kannst bzw. musst, um das Ganze zu verdienen. Wenn wir wieder rüber wechseln, hier einmal draufklicken, dann siehst du, ich habe jetzt heute einen VRA-Token bekommen. Täglich ist das Maximum 5 Stück. Wie gesagt, hier nochmal das Ganze, ich habe heute einen bekommen, das Ganze ist hier pro View, also wenn du das Video siehst, dann einmal eben. Und bis jetzt habe ich auch einen bekommen. Das Limit von der Kampagne sind 50 Stück und da kannst du dich eben halt einfach austoben. Du schaust einfach kurz in ein Video rein, du musst da auch nicht wirklich lange sein, das geht einfach im Endeffekt um die Klicks in Anführungszeichen. Und dann kannst du hier eben VRA bekommen. Wenn du dann hier die VRA bekommen hast, dann kannst du wieder hier in deine Wallet gehen. Das Ganze ist ein bisschen umständlich. Immer wenn du die Seite hier verlässt, musst du dich neu einloggen. Ist halt einfach so. Aber wenn du dann hier in der Wallet auf deinen Account klickst, dann siehst du, dass du eine Münze bekommen hast. Das ist einfach die Möglichkeit, wo du pro Tag auch hier 5 Münzen bekommen kannst. Bei dem aktuellen Kurs bist du auch hier zwischen 5 und 7 Cent. Wenn du dann sagst, du stakest und earnst, dann bist du jeden Tag bei 10 VRA und dementsprechend hast du dann einfach hier, sagen wir jetzt einfachheitshalber, 10 Cent pro Tag. Wenn man das hochrechnet, wird es sich natürlich mit der Zeit sammeln. Man weiß natürlich auch nicht, wo die ganze Geschichte hingeht. Wenn es hier Vera oder Veracity irgendwann mal gelingt, einen guten Partner zu bekommen, dass die sagen, okay, wir haben jetzt einen Partner wie zum Beispiel XY und du kannst dann hier Videos schauen und Geld verdienen, dann kann es sein natürlich, dass die Münze explodiert.
Wo wir beim Thema sind, Partner. Es gibt ja hier unter den Kommentaren einige, die gesagt haben, nein, YouTube wird sowas nie einführen. Kann sein, dass YouTube sowas nicht einführen wird. YouTube bzw. das Unternehmen dahinter, Google und Alphabet, ist ja riesengroß. Die haben natürlich auch viele eigene Entwickler und die haben natürlich auch schon dieses AdSense, wo einfach die Leute, die irgendwie einen Content createn, auch Geld verdienen. Das heißt aber nicht, dass die nicht hingehen können und zum Beispiel Veracity aufkaufen können. Das heißt aber auch nicht, dass die nicht sagen, warum sollen wir sowas selber entwickeln, wenn wir das Ganze outsourcen können. Dementsprechend, ich für mich bin erstmal optimistisch und bullish eingestellt. Wo die Reise hinführt, weiß man nicht. Ich, meiner Meinung nach, finde für einen oder 1,5 Cent kann man nicht viel falsch machen. Da kann man sich einfach ein paar zur Seite legen. Vielleicht sind die in einem, zwei oder drei Jahren ein paar gute Pfennige wert. Wenn sie dann immer noch so viel sind, dann kann man die immer noch abstoßen. Wie gesagt, das Ganze ist keine Anlageberatung, das ist meine Meinung, meine Gedanken. Da musst du immer selber entscheiden, wie du dazu stehst. Mir gefällt, wie gesagt, das Produkt und die Idee dahinter, auch gerade wenn es in die Richtung E-Sports geht, weil das E-Sport-Geschäft ist ja aktuell einfach am Rennen. Und wenn du mal siehst, dass es hier eben diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, dass du da Geld verdienst, die Creator verdienen Geld und die, die Werbung schalten, haben einfach eine gute, zuverlässige Funktion, wo sie wissen, da wird wirklich meine Werbung geschaut und nicht irgendwelche Bots klicken das nur an. Dementsprechend, wie gesagt, eine interessante Sache. Lass mir also gerne in den Kommentaren deine Meinung da. Das soll es jetzt für heute mit dem Video gewesen sein. Lass mir zudem auch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns schon morgen zu dem Steuervideo zukünftiger Kryptorentner.